Guten Tag, alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zum wahrscheinlich schlimmsten Tag aller Zeiten, wo wir heute unsere Erotik-Sammlung quasi komplett zerstören müssen. Also, scheinbar sind wir dann bei Satan. Willkommen in der Hölle, Joe. Ach, wir sind Joe. Average Joe, also quasi Max Mustermann, der sind wir, ja. Entschuldigung? Du bist gestorben und in die Hölle gekommen. Kann ich dir irgendwas bringen? Zum Beispiel Tee? Oh, das ist aber sehr nett. Komm, Satan ist schon ein netter Kerl. Scheiße, das ist ja schrecklich. Also sagt das doch nicht. Oh, ist so viel besser geworden hier unten. Das kann ich mir sogar beinahe vorstellen. Wir haben sogar einen P.F. Changs noch, was auch immer ein P.F. Chang ist. Aber wir nehmen das mal so hin. Ja, darum geht's mir eigentlich gar nicht. Wenn meine arme Mutter durch mein ganzes Zeug, weißt du, wühlt und so, dann wird die einen Haufen Pornos finden. Gibt's irgendwie eine Möglichkeit, dass ich zurück zur Erde gehen kann? Nun ja, technisch gesehen schon, aber das ist ganz schön gefährlich. Macht nichts, mach ich schon. Egal, koste es, was es wolle, quasi. Ich glaube nicht, dass du verstanden hast, was ich sage. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Das sind tausenderweise Tonnen, über die ich da so quasi rede. Kann ja gar nicht so schlimm sein. Ach, wirklich? Leg and Feed, Big Breast, Asian Ebony, Puff Nips? Oh meine Güte. Face Sitting, Bestiality, Water Sports? Ich spiele die Wasserball und dann so ein bisschen... Oder was? Verstehe. Nehmen wir dann wohl mal so hin. Also, du bist eine tolle Icky-Person und so. Okay, schau mal. Wenn du es irgendwie schaffst, durch das Höllenlabyrinth zu kommen und der Biest am Ende besiegen kannst, dann hättest du eine Minute zurück auf der Erde, um was auch immer zu tun, was du gerade so weißt oder was du gerne mal machen möchtest. Eine Minute reicht mir vollkommen. Also, wann kann ich anfangen? Right now. Also, achso, gut, da haben wir jetzt nicht so viel Vorbereitungszeit. Aber egal, wir sind Joe und wir müssen, hat der irgendwas von Triple Fisting gesagt? Oh, Satan ist interessiert. Ja, sehr schön. Okay, Hell's Labyrinth. Da können wir jetzt hier so Schönes machen. Wie schwer kann das schon sein? Ach, boah, geht wahrscheinlich. Ich kann scheinbar nicht springen. Ha, ich bin mal was Neues. Moment, da muss ich jetzt über die drüber laufen. Spike Traps. Ja, ganz fantastisch. That's all you got. Das ist alles, was du dir was zu bieten hast. Ja, nee, ist klar. Moment, jetzt muss ich dann wahrscheinlich hier reinfallen, weil anders geht's ja nicht. Das Spiel ist im Grunde genommen relativ kurz, aber dafür vergleichsweise schwer. Also kurz und knackig. Also mit Sicherheit nicht, also ich hoffe mal einfach nicht unmöglich, aber es wird schon was zu Dingsbums geben. Bouncy Trousers. Ach, jetzt kann ich springen. Ach, fantastisch. Pressi K, sagst du ja. Dann lass mal machen. Ey, voll cool, Alter. Voll cool. Es ist so ein bisschen so ein simpler kleiner Plattformer, aber kann man ja dann quasi auch Gefallen dran finden. Außerdem natürlich in wichtiger Mission unterwegs. Entschuldigung, heilige Scheiße, entschuldige mal bitte. Das ist, weißt du, das ist ein wichtiges Tutorial hier. Wir hatten ja damals schon Überlebenstraining quasi an Halloween, falls die Zombies ausbrechen. Und jetzt haben wir quasi dann, weißt du, jetzt lernen wir dann, wer der Lade aus Dings. Welche Dings denn? Ich habe keine Ahnung. Ach, hier kann ich durchlaufen. Okay, öfter mal was Neues. Moment, ist das eine Wand? Es scheint eine Wand zu sein, okay. Von mir aus, dann schreiten wir wohl mal von dann. Kann ich hier auch nicht durch? Also gehen wir mal hier runter. Oh Gott, lila. Oh, verdammt, natürlich. Wir sind in der Hölle, natürlich brauchen wir auch Fledermäuse. Oh shit, ja, das stimmt wohl. Das würde ich dann wohl so stehen lassen. Das war ganz schön knapp, mein kleiner Freund. Moment, der kann ich nicht durch. Ein wichtiges Tutorial auf jeden Fall, wie wir. Shotgun. Hell yeah, this will even odds. Ja, das stimmt. Das hebt uns etwas auf eine Stufe mit diesem verdammten. Oh, ich kann sogar gedrückt halten. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss drücken, aber ich kann also einzeln drücken, aber ich kann gedrückt halten. Heilige Scheiße. Wir spielen mit Shotgun jetzt. Das war nicht nett. Also sagt derjenige, der mit Shotgun auf euch schießt. Also kann man ja wohl mal ein bisschen freundlicher sein. Ist ja nicht so, als würde ich euch irgendwas Böses wollen. Ja, sag ich ja. Ein fantastisches Spiel. Ein fantastisches Spiel mit einer verdammt wichtigen, natürlich, Message. Nicht, dass ich irgendwas damit zu tun hätte. Weder mit Hölle natürlich, noch mit dem, was man da so gerade versucht zu retten oder zu verdecken. Was habe ich da für eine Ahnung von? Ich bin ein unschuldiges kleines Panda-Wesen, also bitteschön. So viel zum Thema, letztens in Cluster Talk ja irgendwas von Schabernack auf dem privaten PC erzählt. Das hat damit natürlich nichts zu tun, absolut gar nichts. Also hört auf jetzt, bitteschön. Ich bin eine verheiratete Frau und wir verheiratete Frauen machen sowas nicht. So. Ich möchte diesen Raum jetzt eigentlich ganz gerne schaffen, wenn ich mir was aussuchen darf. Okay, weißt du was, ich gehe jetzt einfach. Ich muss sie ja nicht umbringen, ich bin ja total bescheuert. So, I am the man. Ach du, entschuldige mal, wer steuert dich denn, Mr. Joe? Alter, jetzt ist aber mal gut hier. Man kann alles... Klar, ich kann die Wände jetzt hier kaputt machen. Das ist natürlich die Frage, gehen wir jetzt erst links oder... When in doubt, go left. Wir gehen when in doubt, go left. Also erstmal hier hin. Und dann... kommen wir hier scheinbar nicht hoch. Fantastisch.
Oh, das heißt aber, wir kriegen wahrscheinlich noch ein High-Jump-Dings. Wir kriegen noch ein High-Jump-Dings, Alter. Und wir lernen daraus. Natürlich ist die Frage, warum Satan das alles so gebaut hat. Weil was ist, wenn der mal irgendwie, keine Ahnung, wenn er mal einkaufen gehen will oder so, dann muss der jedes Mal hier durch oder was? Es ist ja schon irgendwie unpraktisch, würde ich mal zumindest behaupten. Also ich sag mal, ich würde meinen Garten... Entschuldigung? Ich würde meinen Garten nicht so... Kann ich die kaputt machen? Das war eine Kanone, ne? Ja, kann ich die kaputt machen? Warum schießt... Warum blutet sie? Viele Fragen. Warum schießt sie lila oder pinke Dildos und blutet, wenn man sie zum Explodieren bringt? Nö, nee, ist gut. Schaffe ich da noch? Ich schaffe da noch. Okay, fantastisch. Was ist das? Jump Booster. Pressing K. Oh, wir haben Double Jump. Oh, wie cool. Schön, dass ich die ganze Zeit im Grunde genommen die Schuss-Dingsbums gedrückt halte. Aber warum würde man da doch nicht? Weil, weißt du, man weiß ja nie, was vor einem kommt. Die Lichteffekte oder so, und so von dem Ding sind ja gerade im Schatten schon beinahe hübsch. Schon beinahe hübsch, ja. Hat er nicht gesagt. Die sind natürlich sehr, sehr hübsch. So, hör auf jetzt. Nein. Das ist zu knapp hier. Ich möchte das nicht. Aber das ist das, was man tun muss, Alter. Man muss, um quasi, weißt du, seine Mutter davor zu retten, sein Kompendium zu finden, muss man selbst, um die Hölle zu besiegen, um Satan zu besiegen, musst du selbst Satan werden. Das ist das, was wir hier tun. Das ist das Wichtige, was wir hier tun. Hör mal. Moment. Wieder zwei Wege. Hier kann ich noch nicht. Nee, kann ich nicht durch. Kann ich später mal durch Lava laufen? Wie cool wäre das denn? Ich möchte gerne durch Lava laufen können, Alter. Oh nein. Das ist ein herrliches Spiel. Das ist ein herrliches Spiel mit einer herrlichen, mit einem herrlichen Thema. Das ist ganz cool. Weißt du, das ist nur so ein Deathtanium Armor. Not even Lava can stop me now. Yes, wir können durch Lava gehen. Ich sag ja, man muss selbst Satan werden, Alter. Das passt ja dann ganz gut. Das sind die Lichteffekte hier auf dem Ding, finde ich echt ganz cool. Es ist ziemlich fesch, meiner Meinung nach. Was soll ich jetzt gerade erzählen? Keine Ahnung. Selbst Satan werden oder so. Nein, das Spiel im Prinzip... Also, die Story ist ja im Grunde genommen vollkommen überflüssig, aber ich finde, dass in dem Fall... Das ist ein kleines Spiel, das wahrscheinlich nicht allzu lang ist, ich weiß es nicht. Aber das ist, weißt du, so eine Kleinigkeit, die das Spiel dann so ein kleines bisschen aufwertet. Einfach nur so diese eine kleine Idee, dieses kleine bisschen... Muss ich hier lang? Dieses kleine bisschen Dialog. Einfach nur so, um es da zu haben. Nur einfach nur so, um es da zu haben. Finde ich schon sehr cool. Was ist das? Eternity Booster? Kann ich fliegen? Yes! Plötzlich können wir fliegen, Alter. Ey, Scheiße. Das hat Satan dann selbst quasi alles hier platziert, damit er sich... Entschuldigung? Jetzt ist aber mal gut hier. Damit er sich selbst leichter machen kann, wenn er denn dann quasi mal, weißt du, wenn er Mutter mal besuchen will oder so. Da hat er das ja alles... Deswegen hat er das alles hier so liegen und sagt dann, pass mal auf. Ist ja so dann quasi einfacher. Wo muss ich jetzt hin? Moment, da oben. Hier oben. Hier. Oh nein. Nein. Oh, Flashbacks an die Wasserelemente oder Wasserteile von UF Only 10 Seconds oder wie auch immer dieses Spiel hieß. Nein, ich hab's so gehasst, aber es geht ja doch. Yes! Wir sind so gut, Mann. Wir sind aber... Hi. Jetzt schon. Du bist ganz schön weit gekommen, mein kleiner Freund. Unglücklicherweise endet deine Reise hier. Verstehe ich nicht. Was auch immer. Warum hältst du Leute davon ab, quasi zur Erde zurückzugehen? Hast du nichts Besseres zu tun? Nope. Das ist quasi alles für mich. The beast with nothing better to do. Also das Monster, das quasi nichts Besseres zu tun hat. Wie kriegen wir den jetzt tot? Das macht alles tink-tink. Nein. Ja, warum würde man das auch nicht so machen? Arschkrampel. Was habe ich dir überhaupt gedacht? Ach ja, der hat ja nichts Besseres zu tun. Ich erinnere mich. Also muss ich... Das überleben, aber... Was? Vielleicht den Mund, aber ich habe... Habe ich... Okay, nein. Oh Moment, das macht Schaden. Das macht Schaden. Yes! Meine Hand weg, du Arsch. Meine Hand ist weg. Gottverdammter. Das tut weh, verdammte Scheiße. Okay. Aber wie mache ich denn bei dem Kopf Schaden? Heilige Scheiße, bitte. Komm doch mal klar, bitte. Also, gehen wir davon aus, dass wir jetzt beide Hände erstmal kaputt machen müssen. Oh, das ist mir alles zu knapp. Aber ich meine, gut, es ist auf der anderen Seite ist es ja auch die Hölle. Hauptsache 666 an der Tür. Jetzt stirbst du. Ja, das werden wir ja nur sehen, mein kleiner Freund. Oh nein, ich hätte die Fresse halten sollen. Ich hätte die Schnauze halten sollen. Nein. Der behielt auch noch recht. Wie gemein ist das denn? Arsch, ich werde mich reden. Warum hast du ein Horn auf dem Kopf? Das ist ein Einhorn. Ist eigentlich gar nicht böse. Wir müssen mit ihm streicheln oder in... Wir schicken dem jetzt einfach so einen brennenden Löwen auf den Hals. Und damit meine ich... War das ein Löwe? Hab ich vergessen. Den Stier. Wir schicken dem jetzt... Wir jagen dem jetzt... Das wird nicht nochmal passieren. Das werden wir ja noch sehen. Wir schicken dem jetzt einen brennenden... Stier auf den Hals. Und dann... verzieht er sich von ganz alleine einfach ins Meer. Also, wenn ich irgendwas gelernt habe aus Film und Fernsehen, dann das.
Schneewege, scheiße. Ist wahrscheinlich dann jetzt immer ganz gut, oben an der Decke zu bleiben und dann runterzugehen, sobald das Ding quasi bereit ist, loszufliegen. Also die Hand. You little shit. Entschuldigung, was sind das für Wörter, die wir hier nutzen? Das sind brave kleine Pandas. Nein, 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 nein. Ha. Oh. Ha. Nicht cool, Alter, nicht cool. Was macht der jetzt einmal mit dem Kopf oder? Rennt der jetzt mit, mit dem Kopf gegen die Wand? Yes! Ich bin tot. Komm, 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 komm. Yes, yes! Alter, du hast mich besiegt. Ja, wo soll ich dich hinschicken mit meinem letzten Atemzug? Nach Hause nach Santa Ana. Wie du wünschst. Das ist ja ziemlich freundlich eigentlich auch, oder? Was? Santa Ana? Warum zur Hölle würde irgendwer da hingehen wollen? Ist Santa Ana so schlimm? Oh, die Developer kommen quasi bestimmt aus Santa Ana. So much porn, so little time. Also, so viel Porno, so wenig Zeit. Für Mama, ja sicher. Aber jetzt auch einiges. Also, und das ist Mama vorher nicht aufgefallen. Das ist Mama vorher nicht aufgefallen, glaubst du, ja? Tschüss, alte Freunde. Nee, ist gut. Es ist vollkommen auch normal, wenn man das so hortet. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ist egal. So sieht das ja bei allen Männern aus, habe ich mir sagen lassen. Also, natürlich eine Unverheiratete. Yes. Ach, hier oben ist noch mehr, Alter. Ist der doof? Der hat quasi eine komplette Wohnung, komplettes Haus auf 2 Etagen. Ja, wir werden dich vermissen. Im Gegensatz zu dir wird deine Pornografie-Sammlung wenigstens vermisst werden. Fantastisch. Er hat für eine 2 Etagen voll mit Erotikfilmen. Was ist das denn bitte für einer? Also, das ist zumindest. Also zumindest ist er quasi. Weißt du, zumindest ist er. Dedicated quasi. Okay. Finish, jo, toll. Mit 9 Sekunden Restzeit. Umgedreht ist es eine 6 und das dann dreimal hintereinander wäre 666. Und zurück bei Satan. Heilige Scheiße. Gratulation, Joe. Du hast das Höllenlabyrinth gekonkert und hast das Beast quasi auch besiegt. Und? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich like the fucking man. Ich fühle mich wie the fucking man. Gut. Danke, Knut, Alter. Also, was gibt als nächstes für Joe den Zerstörer, Alter? Hast du irgendwer von BF Changs gesagt? Ah, yeah. Yes, Joe. Yes, I did. Okay. Was auch immer P.F. Shanks ist, das wird dann wahrscheinlich mal, das wird auch cool. Selbst die Gegner stehen da wie in einem Mario-Spiel. Das ist so cool, ohne Scheiß. Die kleine Story da eingebaut. Ach, ich hatte Spaß. Das ist einfach mal 10 Minuten, ein bisschen Spaß. Die Story war cool. Wir hatten Satan, wir hatten Joe. Gavin Jones, wahrscheinlich aus Santa Ana. Dafür mit Leibwand kaputt. Psch, psch. So wie wir die Pornos und so. Komm, also das ist jetzt mal eine Vorlage, eine Vorlage für zum Kaputtkloppen. Für nichts weiter. In den Kommentaren, ja, was haben wir denn daraus gelernt? Wer wird das natürlich in seinem späteren Leben noch nutzen? Nicht, dass mich das was angeht. Und natürlich drittens, ja, wird es eigentlich BF Changs? Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, Tor offiziell winkenderweise, wie immer. Bis zum nächsten Video, ja, liebe Leute. Tschüss.